Und was haben wir als nächstes? Wie ist der erste Raum? Roter Knopf. Red Button. Ach, der rote Knopf. Okay. Roter Knopf. Darf ich auf den roten Knopf? Wir drücken alle auf den roten Knopf, Alter. Don't push the button. Please touch no anything, oder wie heißt es? Ach, der Eve. Loading. Eve, bist du nicht bei Curry? Loading. Loading. Hey, hallo. Wo ist der rote Knopf? Oh mein Gott, das war ein schönes Boden. Nein. Oh Gott. Loading. Komme. Ich komme. Ach so, hier sind. Hey! Oh Gott, ist das eng hier. Warte. Ah! Oh, ist laut! Alter! Gut, da war was. Ich hab einen Schlüssel gefunden. Da ist eine Leiche. Oh, ist immer noch so laut. Ich hab auf den roten Knopf gedrückt. Och, ernsthaft? Ich war gerade im Menü, Mann. Sorry. Schlüssel hier in den Kasten. Es dürfte hoffentlich besser sein von dem Kasten. Welcher Kasten? Hier. Du siehst im Kasten. Ja, hier, der Strang. Ach, hier, der Strang. Tot, Alter, warum ist wieder so laut? Ich hab doch gerade leiser gemacht. Nosferatu. Totleben. Ah, warte. Hier, die Dinge jetzt, glaube ich, oder? Wenn irgendwas ins Dunkel ist. Ich hab ein Messer. Oh mein Gott. Warum ist das so laut? Ich weiß es nicht. Kann ich damit in die Steckdose stechen? Ich hab's doch gerade auf 444 gestellt. Warum ist das so schlimm? Es ist laut, weil es erschrecken soll. Das ist zu laut für die Kamera. Sorry, warte, ich muss mal kurz raustrappen. Oh mein Gott. Totleben! Raustrappen! Man sagt, sie tappt raus und. Hä? Ich knipp's auch im Lichtschalter rum. Ich knipp's nicht im Lichtschalter rum. Ah, hier, warte. Nein, mach aus! Ich hab manuell leiser gemacht. 7453. 7453, okay. Da oben an der Tür, wo gleich herkommen. Ach, oh mein Gott, hier hinten. Tresor. Ja, wir probieren. 7, 4, 5, 3. Ja. Au. Eine Kurbel. Aua. Eine Kurbel. Kurbel, wo kommt die? Das ist extrem laut gerade. Ich muss echt mal runter, 6 auf 6, ey. Das ist noch laut. Ach, warte. Kurbel rein und kurbeln. Messer ist da raus. Ah, hier, hallo. Das Messer. Don't push. Hier hinten. Ah. Hab hier ein Messer rumliegen. Das hatten wir eben schon. Don't push. Da steht eine Nummer. Don't push. 7763. 6. Oh. Wow. Da stand gerade Don't. Wow, Alter. Du hast Schlüssel. Wir müssen den gleichen Scheiß jetzt gerade nochmal machen, weil wir den roten Knopf gedrückt haben. 7453. Oh mein Gott. Okay, also den grünen Knopf nicht drücken, tatsächlich. Nein. Hä? Guck mal nach oben in der Schwarze, da ist was. Da ist eine Nummer 5762, aber ich weiß nicht wofür. Ah. What the fuck? Oh, wir sind weiter. Wow. Ist lauter, ich glaube, das Spiel hat gerade irgendwie ein Problem bei dem Ding, ey. So. Warte, das ist eine. Ich habe nur Weinkordi. 3759 ist da irgendwas. Erinnerst du dich an die Zahl auf der Leiche? Dann kannst du den Zettel lesen. Welchen Zettel? Hier, den ich halte. Wie wär's, wenn du den einfach mal umdrehst? Umdrehen? Ich hab extra die Seite mit dem Text zu dir hin. Oh, gemein, lass mal rein, Gemeier hier. Ja, der ist zu weit weg, weil ich kann das nicht lesen, weil es zu klein ist. Deswegen habe ich gefragt, ob du kannst. Warte mal. Ja, du kannst doch drehen. Ja, aber das ist und zu also, klein, dass ich es ja, du kann. Du kannst aber auch ranzoomen. Wodka, kann ich das noch Whisky. Mal? Einfach ein Maus raus. Ich lese mal. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Warte. Ich fand nicht den Mut, auf den Knopf zu drücken. Ein verrückter Alkoholiker spielt mit meinem Verstand. Ich hatte nie vor, diesem Bauernhaushalt zu machen. Nie vor diesem Bauernhaushalt machen sollen, um Hilfe zu bitten. Geh mal weg da. Er kommt jeden Tag um 9 Uhr und holt sich eine von uns. Nur eines habe ich lernen können. Sein Lieblingsgetränk ist ganz wichtig. Wein. Ja, die Wein. Ach nee, das ist ein Rezept, glaube ich. 3, 7, 5, das schon gemacht. Ich glaube, das ist eher für die Kiste hier. Ach, die Kiste ist leise. Wow.
Habt ihr schon hier die Knöpfe auf den Bildern gesehen? Ja. Ja, aber da fehlt, glaube ich, da fehlt noch eine. Ja. Oder habe ich schon eine... Eine Ahnung, wo das hinkommen kann? Auf einen Zettel stand drauf, erinnerst du dich an die Zahl auf der Leiche oder so ähnlich? Bester Spiegel ever, ey. Zahl auf der Leiche? Ja, erinnerst du dich an die Zahl auf der Leiche? Stand auf was will... Ich komme nicht zurück. Ach, hier ist der Zettel mit Zahl auf der Leiche. Nein, erinnert mich nicht. Ach so. Aber überhaupt eine Zahl, ich weiß es gar nicht. Hat jemand schon auf den roten Knopf gedrückt? Nein. Ja. Ja, hast du? Ja, aber ich habe keine Ahnung, was passiert ist. E52, Likör, Alkohol, Likör, Gold, Manier, Likör. Okay. Oh Gott. Von wo muss der Code eingegeben werden mit den Knöpfen an der Wand? Nee, das glaube ich hier unten. Hier die Kiste da drunter. Knöpfen, oder? Rot ist eine Zahl davon, glaube ich. Also der ja. Rote. Eins. Nein. Es gibt, glaube ich, noch ein Bild, so wie ich noch weiß. Ich mache einfach mal das vor. Ach, FIFA ist nicht da, ist alles klar. Ja, AA. Ja, hier hinten, mal. Hinten mit dem Glas und diesem Dings unter drin. Ah, warte. Alter, dieses Bett, ne? Nee, nicht das. Wo ist denn die Zettel? Nee, dann wir müssen, glaube ich, hier, wir haben doch hier die Bilder hier an der Wand. Das ist, glaube ich, ein Rezept, so wie wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß, was der Knopf gemacht. Ich mache aber meine welche, der macht aber nur die Tür hinten auf. Wow. Den macht er nicht. Was für ein genialer roter Knopf. Da jetzt lass gut sein. Was hier? Achso, das war das. Salz. Haben wir nur die zwei. Warte mal, Bloody Mary, ne? Ist das hier, oder? Warte, okay, Cosmopolitan. 5 Äpfel und 4 Zitronen. Schon Tro-Saft von Zitronensaft von Cranberries Wodka. Okay. 1, 1, ne, warte. Dieses Bett springen kann. 1, 1, 1, 2. Oder so. 1, 1, 1, was? Hier. Jeweils eine Flasche, außer bei Wein ist 2. Voll, wie die Zahlen aber durch den Körper gucken. Oh mein Gott, es ist so viel Salz. Hallo, salty, Spieler. Alter. So. Oh. Oh. Das war eine Zahl, die sich hier 37.9. Ah, oh, hier sind noch Karten. Ja, Freunde, hier sind noch Karten und sowas. Achso, oh. Karten. Hier sind noch eine. Welche hab ich jetzt da für Bloody Mary? 2018. Ist auf der Leiche. Ich hab hier noch eine Bloody Mary. 2018 auf der Leiche. Ja, steht auf dem Schuh. Was ist das da? Nee, hier, das ist es nicht, die Kiste hier. Wo war denn der Zettel mit der Leiche? Der liegt hier. Wo war's? Wir haben hier die Klötze. Was tun wir jetzt? Geil, Alter, was ist das für ein Metallklötze? 9 ist. Wo kommen die jetzt hin? Hier. Achso, hier auf dem Schrank steht, so, da sind doch Zahlen. Drei ist hier. Ja. Ah. Mach ich schon. Ist da schon wieder mehr Würfel runtergegangen? Ist mein Würfel hin? Und jetzt haben wir ein Haus. Da stehen irgendwie Nummern. Ein kunterbuntes Haus. Was steht denn da drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 ganz oben. In einer gewissen Anordnung. Oben steht eine 0. Warte, hier ist ein Bild. In der Mauer, da steht drauf 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Vielleicht da. Vielleicht 2, 4, 6, 8 einmal klicken. Alles andere grau. Aha, was hat das geöffnet? Du hast es aufgesprungen. Hier oben. Über dem Bett. Das sind Medikamente.
Ja, ich hab hier. Sonst hier hinten an der Kiste. Ja. Z, Z, Z. Hier. Schmeiß, ja, schmeiß die Pillen. Schmeiß die Pillen weg, ey. Wie sind das denn? Das kann man nicht anhängen. Nee, wie sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5. 3. Ich habe, glaube ich, bei den Grünen verzehrt, weil das lila waren. 1, 2, 3, 4, 5. Gelb und grün und 3 mal Z. Ja, ich hab. Was war jetzt das rote? 4. Auf 5. Wo ist was auf? Okay. Noch mehr Medikamente. Pillen. Okay. Was steht da drauf bei dir? Was sind denn die Pillen? Ich hab hier zwei, ich hab hier eine. Achso. Ich hab grad welche aufgemacht und dann weg. Ja, was steht auf? Mit grün und rot. 5374. Grün, haben wir 5374 irgendwo schon benutzt? Nein, glaub nicht. Was haben wir benutzt? 5374. Wo hast du jetzt 5374? Steht in der Kiste, an den Deckel von der Kiste. Das ist der Code von der Kiste, du Doofkopf. Echt? Ja. Achso, ich hab den jetzt gerade nur da drin gesehen. Ne? Ja, also, wir haben eigentlich nur noch hier die Kiste auf dem Boden. Live. Okay. Geh mal hier hin, wo ich stehe. Und dann guck mal auf die Kiste. Man sieht die Zeilen durch mich hindurch. Ich sehe, du stehst bei mir über der Kiste sowieso, also. Ja, dadurch sehe ich sowieso. Ja, hey, warte, nein, warte, aber warte, die Zeilen siehst du auch auf meinem Körper quasi. Nee. Nicht? Also nee. Bei mir schon, wenn du davor gehst, sehe ich das schon. Du müsst eigentlich nur noch zwei Codes entschlüsseln. Oder Hock, kannst du dich hier noch? Das ist auch eine Tür, die verschlossen ist. Ach, sieh mal rein. Naja, aber man sieht die Zeilen durch, das habe ich eben schon woanders gesehen. Achso, okay. Nein, das wusste ich nicht. Ich hätte mir jetzt den Code auch nicht gemerkt. Ich bin ja, aber ist ja eigentlich Zeit. Ich bin ja tatsächlich eigentlich der optimale Spieler, weil ich vergesse, was ich sage. Die Comments kommen jetzt und alles wieder. Und auch, wie ich dann komme. Gut, dass ich aufnehme. Ich kann dies immer wieder spielen und es ist immer das gleiche Erlebnis. Ja, aber nicht eben wie beim Clown, Alter. Oh. Du weißt ja, wieso, wie machen wir das? Ich schon Alzheimer in jungen Jahren. Ja, sag, wo ist ja der Jüngste hier bist? Oder einer der Jüngsten. Das war der Älteste. Das will mir Likör. Was hat, Alter, diese Feder, ey. Was ist das jetzt mit den Pillen? Was, vielleicht hier die Kiste? Ja, aber da steht nur. Da haben wir vier Getränkekarten. Zwei Farben. Warte mal. Ach nee, das war der Zettel, den ich gerade gelesen habe. Ich habe hier vier Getränkekarten. Warte. Nee, nicht das. Was hast du vor? Was hat. Da muss ja auch noch was drin sein. Ich habe vielleicht den Schlüssel für die Tür hier. Oh, weiß für den und Schrank grün. Hier. Noch verschlossen, die eine Seite. Achso, ja, kriegen wir wahrscheinlich gleich. Ja, kurz können wir da nicht eingeben, außer da und die Tür halt. Und was ist das? Da und. Ich warte nicht, die da. Nee. Den da weg. Oh Gott, ey. Ah, nee. Sind da mehr Punkte drauf? Oder sind auch nur zwei Farben? Warte mal. Blau und gelb. Warum hast du die weiße Deck durchgehend an? Versuch doch mal nur die Hauptfarben von den Karten zu nehmen. Achso, von den Karten. Ich dachte von den Medikamenten. Da sieht eher nach Knöpfen aus. Ich würde versuchen, die Farben der Karten mal zu benutzen. Okay. Was ist denn? Ja. Nee. Hallo, auch was übersehen? Zoom? Nee. Warte mal. Vielleicht ist es wirklich von den von den Dingen da. Halb neun. Hatten wir das schon gehabt? Irgendwas ist halb neun. Halb neun? Ja. Also 20:30 vielleicht? Das war die Uhrzeit, meinst du? Ja, ja. Wir haben nur noch zwei Sachen, wo wir Code eingeben können. Und das mit dem komischen Kasten da und die Tür. Auf jeden Fall kein 20:30. Der Knopf ist so sinnlos. Noch was anderes hier mit den Karten? Blau. Man hat es mit den Bildern auf sich, dass immer eine halbe Flasche zu sehen ist. Warte mal, darf ich noch? Zucker, Kohlensäure, halt wie das so. Welche Farben sind auf den Pillen drauf?
Also auch bei den Pillen. Haben wir schon Pillen? Da sind Farben drauf? Ja, da ja. sind Punkte drauf. Ich habe die Pillen noch bisher noch gar nicht gesehen, wenn wir irgendwo unterwegs waren. Also, was haben wir da, was haben wir da für Farben drauf? Auf den einen sind hell und dunkles Grün. Ich habe hier ein Gelb und ein Grün und dreimal Z. Und bei dem anderen? Beim anderen, das ist dreimal Z und Blau und Orange. Blau und Orange. Das ist eher blau. Ja, aber hier ist aber nichts Blaues. Aber vielleicht. Gott, ist aber scheiße, ey. Ja. Da, guck mal. Ich war einfach noch im Z jetzt da. Sind das ja eigentlich kleine Salzsäckchen, also kleine Tüte, oder große Salzsäcke sein? 18,1 Kilo. Ich glaube, das sind große. 40 Kilo. Wow, warum macht man ein Bild von zwei Salzsäcken, die 18,1 Kilo groß sind? Das ist eine gute Frage. Da macht jemand Salz. Anscheinend. Ja, die Pillenfarben sind wichtig, aber ich weiß leider nicht mehr, ja. Ich hab's nur in einem anderen Stream gesehen, aber ich glaube, für mich sind die Spiele manchmal zu Eve, ich hab das ja auch noch bei Curry gesehen, hat das ja mit Magnum und André gespielt gehabt, das heißt es. Ja, die Pillenfarben. Aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, weil die auch so schnell durchgerascht sind. Ja, wenn man Lauf hat, dann kommt man durch. Ja, also es ist wie bei uns, irgendwie einer steht nur rum, der andere macht was und fertig. Also ich bin da in dem Stream nicht mitgekommen. Weil, was man machen könnte, dass man vielleicht mal bei YouTube guckt. Weil er hat die Folgen hochgeladen. Absolut keine Ahnung, Alter. Oh, Brainfuck of Doom. Wo sind die anderen jetzt? Ja, Kirin unhaltlich. Ja, Alter, also, André ist einfach so durchgerascht. Der hat nichts gesagt, der hat aber gemacht. Und keiner hat verstanden, was er gemacht hat. Das ist das Problem. Was steht hier? Ah, das mit der Leiche. Okay. Oh, da ist ein Schlüssel. Was hast du gedrückt? Ich weiß es nicht mehr. Wow. Ich glaube, da oben war noch an. Die Farbe von den Pillen, ne? Ja. Ach ja. Ach Gott. Wer wird lesen? Was steht denn da? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Fallen Gepäer. Ich kann es nicht sehen, du Schlaumeier. Weil du es in der Hand hältst. Lass doch mal fallen. Danke. Der da. Wir mal drehen. So. Marie. Was? Marie Wors. Nee, Mary Worth steht hier. So. Hat während des Weltkriegs in der Nähe der alten Eisenbahn in Chicago gelebt. Oft entführte sie flüchtende Leute und hielt sie in ihrem Keller angekettet fest. Quälte alles sie klar, und benutzte Marie. Sie für dunkle Rituale. Herzlich willkommen bei Cartica to Humanity. Du kannst Bloody Mary kennenlernen. Wenn du dreimal blinkst und ihren Namen vor dem Spiegel fünfmal schreist. Ihr Geist wird kommen und dir die Augen auskratzen. Ich glaube, wir müssen, weil das Schloss hat da hier auch einen Hinweis mit den Getränken. Wir müssen, glaube ich, Bloody Mary Rezept nutzen. Vodka ist eine Flasche, also eine. Ach nee. Wir haben hier ein Glas, das aus zwei Säcken irgendwas eingefüllt wird. Was kommt in Bloody Mary rein? Vodka, Tomatensaft, Salz und Zitrone. Tomatensaft. Haben wir da irgendwie ein Bild oder sowas mit Tomatensaft? Ja, aber da sind doch keine Zahlen drauf. Doch, hier sind Tomaten. 5. Und 4 Zitronen ja, und Salz. 1, 5, 4, 2. Leis. Bis dich. Steht nur da vor der Tür. Nein, das ist mein Code. Ich gebe den Code ein. Verdammt. Ich hab das Geräusch gar nicht mehr, wenn es irgendwie falsch ist. Ich hab irgendwie gerade mega den Sound hochgebracht bei dem Game. Okay, bei mir ist es leise. Was hast du noch für Steuerung? Salz. Oder Audio. Achso, Salz. Ich hab's ja runter, ich hab manuell noch unterschrauben müssen, weil es irgendwie nicht so gut war. 1, 5. Ich hab's jetzt bei mir wieder lauter gemacht, auf 8.
1524. Vielleicht 5124. Wir können jede Kombination durchgehen mit den Zahlen. Sag gleich 5421. Was hast du mit diesem AA? AA? Wo ist ein AA? Ja, unter, also unter dem. Achso, dieser. Ja, ich glaube, es soll ein Hinweis sein. Ein AA? Also, es sind vier. Es sind ja vier Sachen, ne? Also ja. Vier Striche da. Und wir haben auf zu den ersten beiden haben wir ein A jeweils und auf den letzten beiden steht halt ein Glas, wo aus zwei Säcken irgendwas eingefüllt wird. Die zwei Säcke decken sich dann halt wieder mit dem Salz. Wodka, Tomatensaft, Salz, Zitrone. Ein, fünf, zwei, vier? Machen wir schon. Keine Ahnung, ich trinke kein Bloody Mary, Alter. Auch nicht. Aber habt ihr alle den Strichcode auf dem Arsch? Haben wir auch schon gefragt. Du hast auch rein. Wie viel kostet ich denn? Ich hab keinen Scanner dabei. Du Lüt. Warte mal. 5, 5, 5, 5? Nee, also teuer bin ich auch wieder nicht. Also stimmt. Wow. Aber ein Cent, ne? Ein Cent. Ja. Das war 1 Million Euro. Oh, lass das einfach so drin. Das stimmt schon. Marie, ja, jetzt, wenn du drauf drückst, das bringt auch nichts. Ja. Na? Ist gut jetzt. Ein sinnloser Knopf in der Mitte. Aber wie kriegen wir den scheiß Bloody Mary-Scheiß jetzt zusammen? Meine Güte. Ja. Ich möchte einen Drink vergessen. Vergiss die Zutaten zu zählen. Ach, wow. Zutaten zu zählen. 4. 5, 4. Ja, 5, 4, 1, 2. Probieren wir mal. Ja, ja. Aber es hat was nicht. Was war denn das? Vielleicht 2, 1, 4, 5. Warte mal, ich probier mal. Ach, was ich? Nee. Wodka. Aber bei Wodka steht ja auch nichts. Also irgendwie ein Hinweis. Einmal Wodka ist. Wie oft kommt Wodka? Einmal Wodka, ne? Einmal Wodka, ey. Ich kenne das Rezept eigentlich generell nicht, wie viel davon was reingehört. Tomaten, haben wir irgendeinen Tomatensaft haben wir nicht, ne? Ne, wir haben nur die Tomaten hier abgebildet. Ne, ja, viele? Fünf. Fünf. Eins, zwei, vier hatten wir auch schon probiert, ne? Ja. Ich glaube schon fast für jede Möglichkeit durch mit den vier Zahlen. Vielleicht in der Reihenfolge wie auf dem Rezept. Ja, hat das hatten wir auch schon gehabt. Das sind aber eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben. Und dann mal hier. Bläh. Ach, das ist der Likör-Scheiß. Weiß jemand, wie man Bloody Mary zusammenkippt? Ist in der Reihenfolge, wie das ins Glas kommt und eingetragen werden muss. Gin, Fisch, alles klar. Ah, schwierig. Was kommt bei der Bloody Mary zuerst ins Glas? Wodka. Keine Ahnung. Laut dem Rezept Wodka. Ja, wenn das halt wirklich nach der Reihenfolge ist, wie es eingefüllt wird. Ja, haben wir doch schon probiert. Ja, richtig, deswegen ja. Kommen da überhaupt Zitronen rein? Kann es sein, dass das hier einfach nur die Zutaten draufstehen. Das sind nur die Zutaten, das ist so nicht das Rezept. Haben wir dran gedacht. Aber willst du wissen, was das richtige Rezept ist? Ich glaube, es ist doch scheißegal, wie du irgendwie rein du das füllst. Nein, und da war ich immer bestimmt nicht. Ja, du warst immer da. Mit dir, da gibt es eine Reihenfolge, der es reinkommt. Es ist scheißegal, ob du zuerst Tomatensaft und dann Wodka reinkippst und das mischt oder andersrum. Du löst eh alles durch. Ja, eben. Ja, das schon, aber es ist ja trotzdem, dass sie ja eine bestimmte Reihenfolge haben. Was übersehen wir denn schon wieder? Mein Gott, das ist doch kaputt. Oh Mann, das gibt's nicht eh. Irgendwas über den Nachhinein im Kopf fassen und denken so, ach scheiße. Alles drehen ist aber auch scheiße. Der Rückseite ist aber auch nix. Kann ich kurz? Wofür steht das AA? Keine Ahnung.
das Geräusch nicht. Warum 5, 5, 2? Ja, keine Ahnung, weil es nur eine halbe Wodkaflasche ist. Mein Gott, weiß ich auch nicht. Irritiert mich halt am meisten, dass es nur halbe Flaschen so sind. Und der Rest ist halt komplett abgebildet. Oh, 20 Minuten haben wir noch. Noch, das ist ja noch eine scheiß Code, Alter. Ich hoffe, ja, komm, wir haben beim Cloud eben auch festgesteckt. Aber wir sind am Anfang gerade so gut vorangekommen und jetzt. Ja, das ist das Problem. Ich mag diesen Knopf, der ist unnötig. Sinnloser Knopf. Dann geh auf Toilette, wenn du AA musst. Wofür steht das? Achtung, Achtung. Oder vielleicht noch ein anderes. Nee, oh, schwachsinnig. Jetzt mal eine blöde Frage. Ja. B52, ist das wirklich ein Getränk? Keine Ahnung. Weil hier so diese, oder ist das vielleicht vom Code irgendwas? Warte, A? Nee, dann muss es irgendein C und ein D geben. Was macht ja keinen Sinn. Bei Gin Fisch zu machen. A und B52? B52 ja, keine ist ein Getränk. Ich hätte es schon gedacht. Okay. Bei Gin Fisch ist ja auch nicht. Das sind einfach nur Getränke. Du musst irgendwie Bloody Mary machen. Das sind alles bekannte Getränke. Das Einzige, was mir nur nichts hatte, war das B52. Aber das ist auch ein Getränk. Warte mal. Kommt deine B52 bei? Warte mal, wir haben doch hier die. Ach ne, wir haben nur Wein und Brot. Irish Cream Likör und Grand. Was für ein Ding? Grand Mild. Und Likör. Oh, ja, ich habe überlegt, weil hier Whisky, Wodka und sowas, aber Likör ist ja nicht dabei. Zutaten. Mach dich so salzig! Warte. Hier. Okay, wie lange Zutaten? Bei den Mary sind vier Zutaten. Okay. Wer wurde angezündet? Das ist dieses B52, wird zum Schluss angezündet. Achso, ich dachte, du bist ein Spiel. Ja, ich habe gerade den Chat vorgelesen, sorry. Mary möchte einen Drink. Achso. Ja, soll in eine Bar gehen, dann kriegt er was zu trinken. Ja, ist echt so. Ich bin so im Spiel, ich habe gar nicht mitbekommen, dass jemand im Chat aktiv ist. Ja doch, ich sehe das ja im Augenwinkel. Ja, sorry, ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt. Das doch, Eve ist aktiv gerade dabei. Ja, ich sehe es gerade, Das ist sehr schön, ich war gerade sehr vertieft hier. Oh, mit der blutigen Marie. Ey! Was denn? Ich blute nicht, ja. Auch einmal im Monat. Okay. Oh. Der Grafiker ja, im Po. Ja, dann bin ich jeden Monat Bloody Mary oder was, Alter. Oh ja. So, weißt du, so im Monat Charts willst du eine Bloody Mary haben? Wir machen das jetzt einfach so, wenn sie wieder ihre Tage hat und wieder komisch wird, dann postet sie einfach einmal einen Tweet nur mit dem Hashtag Bloody Mary fertig. Dann wissen alle Bescheid. Ja, das glaube ich dir, aber ich bin halt... Ich habe gerade noch eine andere Überlegung wegen den Zitronen. Das ist, glaube ich, auch schwachsinnig, weil die eine Zitrone ist ein bisschen im Abseits. Das ist ein Insider. Ja, oh ja. Ein wirklicher Insider. Ja, wird dann als Karte bei Kartensegmente hinzugefügt. Vielleicht zählen die Blätter ja auch dazu, dann ist es 7 bei den Zitronen. Ich müsste es einfach just for fun so ganz random jetzt einen Tweet rausmachen. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, mach die 7. Bitte. Ja, dann gib mir die Zahlen. Also aber das wäre doch gelogen. Ich mach's einfach. Komm, mehr in den Stream und mal einen Tweet rausmachen. Was Zahlen von Bloody Mary? Einfach, ja, mit 5? Der 7. Also. Tomaten sind 5, glaube ich. 5, ja. Ja. 2 Salz und 7 Zitrone. Ich Ein Versuch. Moment, es war doof im Stream irgendwas zu tippen jetzt, aber. 5. Und was war das andere nochmal? 3. Aber auch wenn du eins im Chat bist, ist es sehr schön, dass da ja, okay, aktiv auch drin ist. Aber für mich ist es toll, irgendwann einen Chat zu haben. Ich habe das Gefühl, so komplett umsonst zu streamen. Ja. Warte mal. Ja, ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass die Tür aufgeht. Nee, das ist die blöde Marie, die wollte ihn. Was denn?
Nee, doch, vielleicht kommen wir durch eine blöde Idee auf eine gute Idee. Ja, vielleicht. Ja. Ja, vielleicht. Danke, dass ihr immer im Sichtfeld seid. Ich stehe hier zum Glück nicht im Weg, das ist der Vorteil. Stehst auf dem Tisch. Ja. Wie bist du da hochgekommen? Ist über den Stuhl wahrscheinlich. Über den Stuhl. Warte mal, was ist dein Lieblingsgetränk? Was war das? Ich bin Bloody Mary, hallo, ich darf hier oben stehen. Guck mal, da ist sogar das Blut unter mir. Der Mary. Was der Dingens? Was? Schön, dass er am Kopf ist. Ich bin noch da, Simon. Nee. Du bist größer als ich. Ja, nee, bei mir bist du größer. Ja, gar nicht, ich bin nicht mehr größer als jemand anderes. Das ist die Mary jetzt, hey. Wir müssen uns konzentrieren. Oh, da ist ein Barcode am Arsch. Oh, warte, dass er das ab. Sein Lieblingsgetränk ist ganz wichtig. Ja, schön, das ist die Bloody Mary. Ja, aber auch die Zutaten schon gezählt. Mann, die Zeit vergeht auch ganz schön langsam hier im Raum. Immer noch halb neun. Wir haben immer noch 14 Minuten. Ach ja, gut, schon war. Ich habe so einen Simon im Bild. Ich hatte gerade so eine schöne Übersicht von allen. Jetzt habe ich so einen Simon in der Fresse. Ein richtiger Saftschinken. Oh. Ah, bist runtergefallen. Okay. Was ist hier? Mann, ey. Es backt die Karte da drin fest, oder? Aber Mary möchte einen dringend, die ist nicht mal hier. Also, warum will die einen? Keine Ahnung, wie sie doof ist. Ja, ich weiß, danke. Also, ich bin schon. Eines habe ich lernen können, sein Leben. Doch, was hast du? Oh, ein andersrum. Gehen wir jetzt halt auf die Bloody Mary. Warum ist es nur noch irgendwie irritiert auf die halben Flaschen? Hm? Ich irritiere halt immer noch diese halben Flaschen. Das ist Kunst. Hat man nicht in der Frage. Okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das mal. Aber ich würde gerne da ranzoomen, weil da steht ihm das drauf. Ja, braucht gerade nochmal Hintergrund. Ja. Ist das nicht? Nee, mit der Flasche. Achso. Wodkaflasche? Oh, was über was warum? Bei mich verwirrt eher dieses AA und dieses ja, Bild. Ja, mich auch. Ich werde wissen, was dieses Bild jetzt genau aussah. Was war unter den Tomaten? Und die Tomaten sind Zitronen. Also auch quasi für Bloody Mary wichtig sind.